Hallo ihr Lieben, euer Girl, Sirio und herzlich willkommen zu einem weiteren Taste-Test. Heute mit dem neuen Monster Ultra, Ultra Gold. Sehr ägyptisch angehaucht. Dann hoffe ich mal, dass Anubis und die anderen ägyptischen Götter mir hold sind. Girl, was redest du wieder? Ja, auf jeden Fall Ultra Gold. Ihr wisst ja, ich bin nicht so ein Fan von Ultras, weil das ja mit Zero Zucker und ich schmeckt mir dann doch. Aber ich gebe jeden Ultra trotzdem eine neue Chance. Und den kenne ich noch nicht. Soll irgendwie mit Ananas sein. Bin jetzt auch nicht so ein Fan von Ananas. Die Voraussetzungen, dass ich den mag, sind ziemlich gering. Aber mögen und mögen ist sowieso ein Unterschied. Ich kann ja trotzdem mögen. Nur ich weiß, dass nicht mein Lieblings-Energy wird. Sieht aber voll cool aus von der Dose. Oder? Ultra Gold. So. Wie immer gibt es vom Monster wieder so einen lustigen Text, den lese ich euch jetzt mal vor. Der Nektar von Ambrosia verhalf nach der griechischen Mythologie den Göttern zur Unsterblichkeit. Zwar ist diese Frucht der Götter nur ein Mythos, aber hat uns inspiriert, Ultragold für Normalsterbliche zu kreieren. Ja, das steht da so. Ultragold liefert einen himmlisch frischen Geschmack. Ganz so, als würde man in eine perfekt gereifte goldene Ananas beißen. Da sind wir schon wieder beim Thema. Natürlich ohne Zucker. Auch wenn wir dir keine Unsterblichkeit versprechen können, unser Monster Energy Mix wird dir aber helfen, fokussiert und wach zu bleiben. Bei mir leider nicht mehr. Ich bin ja schon abhängig von diesen Energy Drinks. Bei mir wirkt das Zeug gar nicht mehr. Bereit für alles, was das Leben von dir verlangt. Go for the gold! Nee, geldgeil bin ich nicht. Tut mir leid, Monster. Ja, schade, ne, dass Energy Drinks bei mir gar nicht mehr wirken. Ich trinke nur wegen diesem fantastischen, leckeren, gottgleichen Geschmack. Oh, hoho. Gefällt mir schon gar nicht, der Geruch. Wir hatten ja letztens diesen Monster Reserve, war mit Ananas. Den fand ich okay. Aber der hier riecht nach einer abgestandenen Ananas. Wie Ananas, was abgestanden ist. Riecht halt echt nicht lecker. Augen zu und durch. Ich nehme noch einen Schluck. Schmeckt. Der andere Ananasmonster, der schmeckt ja nach Gummibären. Nach weißen Gummibären. Der hier schmeckt mehr nach Ananas. Irgendwie natürlicher. Irgendwie besser. Der schmeckt wirklich besser. Aber es ist Ananas. Schmeckt pur nach Ananas. Wenn du Ananas magst, sollst du es mal auschecken. Vielleicht sogar der beste Ananas-Energy-Drink, den es gibt. Aber ich trinke halt nicht so gerne Ananas. Das ist das Problem. Also riechen tut er echt komisch. Aber schmecken tut er okay. Schmeckt einfach nach Ananas. Ananas, dieser Zero-Geschmack, der irgendwie dazu passt zu der Ananas. Weiß ich. Tropisch, Ananas-mäßig. Lecker. 7 von 10. Hätte nicht gedacht, dass ich den 7 von 10 gebe. Aber wenn du es auf den Ananas-Energy hast, dann kann ich dir echt empfehlen. Das ist besser als die anderen. Beste Ananas-Energy auf dem Markt. Aber es ist halt Ananas. Ich werde Ananas nie mehr als 7 von 10 geben. Aber hey, kann man gut trinken. Und gerade für Ultra-Verhältnisse finde ich den sehr lecker. Hey, was? Voll Ultras bin ich sowieso nicht überzeugt. Wäre jetzt okay. Der Ultra Paradise ist okay. Der grüne. Der Lila ist okay. Der Ultra Lila oder wie er heißt. Das war's. Ich bin halt nicht von diesen Ultra Energies überzeugt. Und der hier kann man ganz gut trinken. Wirklich. 7 von 10. Also, wenn ihr Ananas liebt, probiert ihn gerne mal aus. Der Ultra Gold. Schon einer der besten Ultras. Wirklich. Trinken wir nur einen Schluck. Echt erfrischend. Tropische, leckere Ananas.
Cool. Schmeckt wirklich authentisch, nicht so künstlich. Das war mein Fazit zu Monster Ultra Gold. Falls ihr ihn schon mal probiert habt, euch mal gerne einen Kommentar, würde mich interessieren. Und das war's wieder für heute. Mit dem Test, das mich hat überzeugt, aber natürlich logischerweise nicht vom Stuhl geschmissen. Das schafft nur der Chaotic. In dem Sinne würde ich sagen, Damo und bis zum nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!